Ja, vor mir habe ich Nick Münder nach der ersten Sensation. Ja, so erste Überraschung 3-3 gegen Kinderhaus. Ja, was sagst du zum Spiel? Genau, also ich würde sagen, wir hatten am Anfang erst ein paar Minuten Probleme reinzukommen. Sind dann ja auch relativ schnell in Rückstand geraten. Aber haben uns dann doch noch gut zurückgekämpft und jetzt einen Punkt rausgeholt. Ich denke, gegen Kinderhaus kann man damit auf jeden Fall zufrieden sein. Auf jeden Fall. Du ja auch selber maßgeblich beteiligt. Du machst das 2-2 und 3-3 selber. Wirst du jetzt zum neuen Favoritenschreck? Ja, mal schauen. Also ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Ich gebe mein Bestes. Wurde natürlich auch vom Team gut herausgespielt alles. Deswegen mal sehen, ob es so weitergeht. Was habt ihr euch denn insgesamt jetzt für die Zwischenrunde vorgenommen mit Kinderhaus? Und auch den Preußen natürlich und auch Sprake, sehr schwierige Gegner dabei. Ja, also natürlich, wir haben uns auf harte Spiele eingestellt. Das erste ist jetzt gut gelaufen und ich würde sagen, da ist jetzt auf jeden Fall noch mehr drin. Super, ich danke dir, viel Erfolg. Gerne.